Ja, moin Leute. Heute ist das erste Halbfinalspiel zwischen aus Fernsehen und Mr. Myth. Insgesamt sind von den 8 YouTubern schon 4 ausgeschieden und wir kommen heute zum ersten Halbfinalspiel. Nochmal als kleine Erinnerung, der Gewinner dieses Formats bekommt alle Punkte, die er in dieser Serie gemacht hat, als Subs ausgezahlt. Wenn ihr die Aktion feiert, dann lasst auf jeden Fall ein Like nach oben da. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und jetzt viel Spaß mit dem Video. Was? Are you fucking kidding me? Are you? Und damit herzlich willkommen zu dem ersten Halbfinale des Quiz Battles. Nach den Viertelfinalspielen kommen wir nun zum ersten richtigen Halbfinalspiel. Denn heute treffen aufeinander Mr. Myth und aus Fernsehen. Erstmal schön, dass ihr da seid. Schönen guten Tag, Jungs. Good. Moin. Aber ich würde sagen, wir quatschen nicht so lange rum, sondern fangen direkt mal an mit der ersten Frage. Wie viele Wände kann man auf Kaffee-Topfloor denn reinforcen? Holy moly. Ja, da geht es los. Ich dachte mir mal, so eine Frage ist vielleicht auch mal ganz interessant. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal ganz kurz überlegen. Gibt es eine Zeitbegrenzung oder kann ich ein bisschen in so eine Minute nachdenken? Na gut, sagen wir mal 30 Sekunden, weil es ist sonst, wenn man zu lange nachdenkt, ja, okay. Dann ist vielleicht ein bisschen zu einfach. Könnt ihr mal im Kopf durchgehen, welche Wände es gibt zum Reinforcen. So, können wir dann einfach euer Ergebnis schreiben, was ihr denkt, wie viele Wände man auf Kaffee-Topfloor reinforcen kann. Da kam die Antwort von Mr. Myth und Dima. Dima hat getippt 10 Wände, Mr. Myth 16 Wände. Aber wenn man schon überlegt, dass die Red-Wände reinforcen, du kannst Freezer reinforcen mit 6 Wänden schon, da ist man auch schon bei 8 Wänden, dann noch Cocktail. Dann noch zu Piano, 2 andere Wände, Bathroom, da kommt man insgesamt auf 15 Wände. Also Mr. Myth war sehr knapp dran. Hättest du den Hedge mit dazu gezählt, dann wären es 16 gewesen, aber wir haben nur die Wände gezählt. Ich habe aber bei der linken Cocktailwand, also nicht bei Schalko drüben, sondern links, habe ich 2 gezählt, aber ich glaube, das ist doch nur eine, weil ich mich vertan. Du meinst in der Big Door? Genau. Ja, okay, ja, da ist nur eine Wand. Die kannst du oben ein bisschen aufschießen. Alright, gut, aber das ist noch kein Beinbruch für die man natürlich. Wir starten direkt in die zweite Frage, denn wie viele Maps sind derzeit im Casual Map Pool bei Rainbow Six? Eieieiei. Ich würde damit sagen, dass ich Casual zock. nein. Casual, Alter. Das kann man nur locker zocken. Das würde ich nicht sagen. Wieder schreiben, ne? Ja, ihr müsst einfach die Antwort mir schreiben. Mr. Miff hat schon seine Antwort gewählt. Ja, keine Ahnung. Okay, falsch. Dima hat 12 getippt, Mr. Myth hat 21 getippt und es sind 20 Maps. Ich dachte immer, du musst einfach mal ein bisschen höher tippen. Aber alles gut, wir hatten das auch schon, dass Jos gedacht hat, dass es in der Defense bei Rainbow 60 Operator gibt. Wir hatten alle schon. Er hat gesagt, es gibt in der Defense 60 Operator. Und ja, es gab einfach schon alles. Alright, dann kommen wir direkt mal zur dritten Schätzfrage, denn wie viel Rainbow Six Credits kostet derzeit der Battle Pass in Rainbow? Und damit meine ich nicht den Full-Gebeiten, sondern einfach den ganz normalen Premium Pass. Alright, Mr. Myth hat 1200 getippt, Dima hat auch 1200 getippt und ihr liegt damit beide richtig, denn es sind 1200 Rainbow Six Credits derzeit. Und damit gibt es für jeweils euch beiden einen Punkt. Es steht 3:1 für Mr. Myth. Nach der ersten Kategorie. Und ich würde sagen, wir gucken mal, wer sich jetzt den Punkt im 101 holen kann. Da würde ich sagen, geht es los in 3, 2, 1, go! Hier sehen wir eins der spannendsten Ruins 101s der Geschichte. Oh! Der war. Nice, ey! Knapp vorbei, ist leider auch daneben Myth. Ah, da. Oh! Ich bin nicht auf dem Tisch! Alter! Oh! Meine Sense ist irgendwie viel zu hoch, Alter. Holy shit. Ay, caramba. Mr. Myth, das war aber auch. Ja, war ein guter Schuss auf jeden Fall. Damit steht es dann 4:1 mit Mr. Myth. Aber ich denke, die hat jetzt noch gute Chancen bei den Multiple-Choice-Fragen. Und da geht's direkt los mit der ersten Frage. In welcher Season kam denn Legion raus? A. White Noise, B. Crim Sky, C. Blood Orchid oder D. Chimera. Ihr könnt mir natürlich jetzt schon, wenn ihr wisst, welcher Season es rauskam, eure Antworten schreiben. A, B, C oder D.
Ach so, okay. Oder das Ergebnis, oder natürlich direkt das Ergebnis, ist mir egal. Ich hab geschrieben, dann weggemacht, dann wieder geschrieben. Kurze Frage, wann habt ihr angefangen, Rainbow zu spielen, ihr beiden? Red Crow. Okay. Velvet Shell. Okay. Velvet Shell war Mirror und so, denke ich. Yes. Und Myth war, was nochmal? Ibana und Echo. Red Crow. Red Crow. Ah, genau. Alright. Ja, gerade noch am Ende, kurz vor Velvet Shell. Okay. Also ich weiß noch ganz genau, dass ich Velvet Shell, glaube ich, auch angefangen habe, denn das ist mein Bronze-Charme. Und danach kam der Operation Half Silber-Charme. Deswegen, ach, also ich habe auch... Charme, Alter. Einfach ja. Besser. War mal Bronze. Junge, da bin ich echt noch stolz auf meinen Bronze-Charme. Weiß ich nicht. Ich finde das ist nice. alright. Ihr habt mir beide eure Antwort geschrieben, nämlich Blood Orchid. Und das ist natürlich auch richtig. Legion kam in der Season Blood Orchid raus. Und damit tue ich Punkt für euch beide. Diese Frage, da könnte eventuell Draco 5 euch weiterhelfen, der die Law natürlich studiert. Aber vielleicht seid ihr auch mit gut dabei, wenn ihr die Frage hört, wer arbeitete in der Autowerkstatt ihres Vaters? A. Mirror, B. Sledge, C. Clash oder D. Bandit? Moritz. Ja. Ihres Vaters? Das mir auch. Ihres. Ach, das ist... Das ist natürlich... Damit habt ihr den 50-50-Joker direkt bekommen. Ach so, das sind zwei Oh mein Gott, ich habe nur eine gesehen. Egal. Ja, natürlich. Kritisch. Alright. Mr. Miff und Dima haben sich beide für A entschieden, für Mirror. Und das stimmt, da habt ihr natürlich recht, wenn ich sage, ihres Vaters. Gut, das ist mir so auch noch nicht passiert. Gut, damit habt ihr beide natürlich einen Punkt und es steht 6-3. Aber das ist alles noch im Bereich des Möglichen. Wir kommen zur letzten Multiple-Choice-Frage. Denn wie ist Maestros echter Name? Oliver Flament, Adriano Martello, Colin McKinley oder Cesar Ruin Hernandez. Aber ich denke mal, man kann gewisse Namen ausschließen. Ich denke mal, nicht jeder Name ist italienisch, würde ich jetzt mal vorschlagen. Okay, im Prinzip. Dann könnt ihr mir... Geht zwischen zwei. Wollt ihr sagen, welche ja. Zwischen zwei? Also B und D. Okay. Bei mir ist es A und B. Echt? Okay. Ja. Mr. Miff hat genommen Oliver Flament, nämlich Antwort A. Dima hat sich entschieden für Cesar Ruiz Hernandez. Und die richtige Antwort ist Adriano Martello. Lol. Also habt ihr beide leider keinen Punkt erreichen können. So, alright. Jetzt gut. Können wir loslegen. Seid ihr beide ready? Dann würde ich sagen 3, 2, 1 und go! Geht's los. Mr. Miff in der Attack, Dima in der Defense! Oh, shit, und Dima mit einem super Shot auf Mr. Miff, das ist ja einfach nur krank gewesen. Zum Glück war ich in deiner Sicht, also was da gerade passiert ist, das war ein Good Night. Gut, kommen wir zu dem entscheidenden Battle, nämlich Spots raten. Hier geht es darum, den bestimmten Raum herauszufinden, den die beiden jetzt gleich sehen. Ihr könnt natürlich auch gerne mitraten. Und ich würde sagen, ihr könnt auf das erste Bild klicken mit der Nummer 1. In 3, 2, 1, go. Ich habe absolut keinen Plan, ey. Wie oft habe ich den Satz schon gehört? Wie oft habe ich diesen Satz in diesem Format bei den Fragen schon gehört? Es ist schwierig natürlich, aber ihr wisst ja, wie das läuft. Das eine ist ein Hedge, das andere ist ein Fenster. Naja. Ich werde euch einfach mal ein bisschen... wollen wir gleich für uns beide Map preisgeben? Ich hab echt keine Ahnung. Ich geb mal einen Tipp, das ist auf Clubhouse. Kann ich überlegen, ich weiß nicht. Wo ein Hedge ist zum Beispiel, ne? Es gibt ja nicht so viele Hedges auf der Map. Viele Hedges gibt es halt wirklich nicht. Ich meine, ich kann euch eins sagen, es ist nicht der Motor-Hedge. Ja, das weiß ich auch. Ja, dann ist es ja eigentlich relativ. Ich meine, wie viele Hedges gibt es denn noch? Es gibt Motor. Ja, und dann gibt es. Construction gibt es noch. Blue Hedge, es gibt den Kitchen Hedge. Kitchen Hedge? Wo, welcher Raum ist das jetzt? Davon ist es doch gar keiner, oder? Da bin ich ja blöd, Alter. Hä? Ach, ich lol, weiß, doch, es ist Construction. Nicht. Es ist Construction. Sicher? Ja. Ja. Man hat das Fenster, ach, man hat den lol, Hedge. Ey. Ach so, so ist die Perspektive. Oh, okay. Ich hab die ganze Zeit versucht, das Bild umzudrehen. Nach rechts ja, zu drehen. Warum, dreht ihr immer das Bild nach rechts? Guck doch einfach von oben. Das ist die Ansicht von oben. Immer. Mein Kopf wollte das Bild nach rechts drehen. Automatisch. Wollt ihr das Bild? Okay, Dima. Ich hab's nicht erraten. Okay. Ist die Toolbox wirklich so breit? Holy shit. Keine Ahnung.
Ja, also das ist natürlich nicht 1:1 Maßstab, natürlich, ist schon klar. Aber ich würde sagen, wir machen aber trotzdem noch die anderen beiden gerne, ne? Damit ihr noch ein bisschen warten könnt. Ja. Was ist das denn, Junge? Willst du mich verarschen? Naja, es gibt ja auch nicht so viele Stairs in Rainbow, I guess. Auf jeder Map gefühlt 3, let's go. Hey, Junge, Alter. Das Ding ist, ich habe noch nie so Callouts gelernt und wenn ich sowas sehen würde, ich weiß nicht mehr, wo das ist, auf welcher Map. Ich würde jetzt sagen, ich denke schon, dass du den Raum kennen wirst, auch mit Namen. Wäre es eine Tür, hätte ich gesagt, Big Tower Oregon unten, aber das ist es nicht. Nope. Hätte gesagt, das ist Konsulat irgendwie. Nee, ist nicht. Okay, welches der ist, wenn da das Konsulat gewesen ist? Keine Ahnung, wie das war irgendwie. Mit so einem eingebauten Fenster so neu. Jo, okay. Ich weiß es nicht. Kurz mal Map gereworked. Ja, Mann. Mhm. Ah, Storage. Storage? Heißt, kannst du doch anderen scrollen? Was? Blue Storage? Weiß ich nicht. Hinten bei, Storage, okay. bei Lounge? Ja, Garage okay. Storage. Genau, also Adam eigentlich oder Commerce Adam. Ja, ich hab mal im Rank gesagt Adam und dann hat mich der Mate angemeckert, was das für ein Callout ist. Okay. Dem sag ich das nie wieder. Ganz ehrlich, ich würd dich auch anmeckern, ich hab's auch noch nie gehört. Ich kenn's bloß unter Adam oder halt Blue Stairs. Hätte dir Blue Stairs gesagt, wäre es auch schon okay gewesen. Alright, gut, dann kommen wir jetzt zu dem letzten Bild, würde ich sagen. 3, 2, 1, go! Ich habe mit Rot den Raum markiert, by the way. Okay. Jetzt muss ich mal kurz selber überlegen, wo das nochmal war. Ich habe ja früher auch mit meinen Jungs unsere Strats gemacht und so und da habe ich die Maps von oben gesehen, aber trotzdem ist. Ja, das ist echt gut gemacht, Mann. Ich komme echt nicht drauf. Ist ein Double Window direkt neben 3 Reinforcements? Nein, es ist ein normales Window, es ist nur ein Window. Oh, okay. Kein Double Window oder kein Big Window, es ist ein normales Window. Ja, ich komme nicht drauf, keine Ahnung. Das ist Villa. Ich komme immer noch nicht drauf. Okay, ist Second Same. Floor, also oben, Top Floor. Okay. Ein Statue oder was? Mit dem Window nebenan. Das Statue ist nicht der Raum, der gesucht ist. Ja, es ist Bathroom. Ja, genau, es ist Bathroom. Ah. 3 Reinforcements, das Window. Wie gesagt, sobald man dann hört, dass man dass zum Beispiel Bathroom ist, dann sieht man es auch. Okay, da ist die Badewanne, ist die Dusche, da ist die 3 Reinforcements, da ist das Fenster. Ja, da ist der Durchgang zu Master, es macht schon Sinn. Alright, damit hat aber insgesamt Mr. Myth schon beim 7:4 gewonnen. Mr. Myth spielt damit das Finale des Quiz Battles dann mit. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Es wird sicherlich nochmal eine Serie davon geben, wo dann Dima dann nächstes Mal sich ein bisschen mehr frechen kann, auf jeden Fall. Das ist der Halbfinalspiel zwischen Corny und KS. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao. Tschüssi.